Sonnele, moin moin und herzlich willkommen, Lena, und zu einer neuen, schillingrigen, entspannenden Folge im Wikinger Survival Asgar. Freut mich, dass du da eingeschaltet hast. Ja, weiter geht's, nachdem wir letzte Folge fett von den Skeletten auf die Orme bekommen haben. Fangen wir jetzt an, hier aufzuwerten. Ich hoffe, wir werden nicht so schnell nochmal angegriffen. Wenn doch, haben wir ein Problem. Ne? Und ja, der Kollege braucht eine Spitzhacke. Das heißt, ich gebe ihm jetzt, glaube ich, erstmal meine. Handel, er hat keine, ne? Habe ich denn hier irgendwo Holz, Holz? Hier hast du eine Steinspitzhacke. Ich habe sogar zwei Stück. Siehst du mal. Bitteschön. So. Das ist gut. Dann kann er nämlich weiterarbeiten. Wir haben zwei Kommentare. Und zwar einmal vom Rambo, der schreibt, bin dabei. Und dann vom Henrik, den kann ich direkt vorlesen am Anfang. Der schreibt nämlich, hey ho, Ede und Edenauten, um zu gucken, was du für die Gebäude brauchst, kannst du die Materialien anpinnen, wenn du das Gebäude errichten willst. Weiter so, Gruß Henrik. Habe ich dann jetzt auch gesehen, wie du siehst, oben links habe ich es angepinnt. Das heißt, wir können jetzt erstmal ein bisschen weitermachen hier. Lange Stöcke können wir 6 Stück sammeln. Dann haben wir da auch schon mal was hier. Die sind hier hinten drin, glaube ich, ne? Sind das die hier? 1, 2, 3, 4. Das sind normale Stöcke. So, die brauchen wir bei dem Lager hier, glaube ich, ne? Beim unteren. Da müssen die hin. Der braucht ein bisschen mehr als die anderen. Jawohl, und jetzt brauchen wir 12 kleine Steine. Ich hoffe, der schafft das da hinten. Lager für kleine Steine. Nix? Echt jetzt? Der hat noch nix. Was macht der denn? Der pennt oder wie? Dann gehen wir mal gerade da hinten gucken, wo wir waren. Hier müssen ja überall noch kleine Steine rumliegen. Dann können wir selber noch ein paar einsammeln und nebenher ein bisschen quatschen. Mal was zu tun. Da sind noch ein paar Muscheln, du. Ich hoffe, es gibt genug zu essen hier. Ich glaube, wir werden nicht drum rumkommen, nochmal umziehen zu müssen irgendwann. Oder was sagst du? Spielst du das Spiel vielleicht selber? Jetzt schon was länger. Und ja. Hast halt einen schönen Spot gefunden. Bist eher landeinwärts, bist eher landauswärts. Würde mich hier an der Küste, so wie wir, würde mich mal interessieren, wenn du es zockst, wo du bist. Oh, ich kann hier auch noch klein machen hier. Dann holen wir uns halt selber Steine. Pah, an mich mal. Haben wir uns natürlich direkt verletzt, das war wieder klar. Weil wir sind halt Beppos. Wir kriegen gar nichts hin. So, da schon mal ein großer und kleine Steine. Wie viel Uhr haben wir überhaupt? 15:57. Tag 8. Hier, da kommt jetzt schon wieder ein Blutmond hier mit irgendwelchen fetten Skeletten. Ich meine, wir haben jetzt hier ein Schild und eine Stachelkeule. Aber ich glaube, so lange halten die Dinger echt nicht. Wir müssen zusehen, dass wir die anderen Gebäude kriegen und vor allen Dingen bessere Waffenschilde und mal Rüstung. Dass wir nicht so aufs Maul kriegen und mit gefühlt 2 Schlägen weg sind. Weil das war ja schon echt übel, wie die uns da zusammengekloppt haben. Das tat weh. So. Zack. Gibst du mich die ganzen Kleinen hier? Fällt mir. Jawohl. Ich will das sehen. Dankeschön. Kannst du einen hier nehmen. So, bringen wir das nach Hause. Haben wir dem ein bisschen geholfen. Wird schon wieder. 6 Steine braucht das Lebensmittellager da. Das ist natürlich schon krass. Das ist krass. So, da hinten übrigens der Lieder Boppel, wo wir letztens drauf umgehauen haben, ne? Kannst du dich noch dran erinnern? Das war wohl irgendein Mob-Spawner. Den habe ich dann kaputt gemacht, ja. Ach, die brauchen nur große Steine, keine kleinen. Hier hinten, ah, die kleinen Steine sind schon drin. Ich bin auch doof. Geh mal auf Seite. So. Was will er? Er weckt einen weiteren Sammelmarker hinzuzufügen. Ich konnte weder rote Beete, Kohl, Möhren noch gelbe Pilze finden. Müssen wir machen. Ich fühle mich ein bisschen unwohl. Vielleicht sollte ich das Heilerhaus aufsuchen. Okay. 112 von 150. Ich glaube, der wurde angegriffen. Kann das sein? Ich glaube, der wurde angegriffen. Können wir das Heilerhaus denn schon bauen? Also, er braucht noch einen Sammelmarker. Schlitten, Lagerhalle. Wo ist es denn? Steinbruch, Sammlergrube. Irgendwo da ist die Heilerhütte. Boah, braucht die viel. Sollen wir die mal hier mitten reinstellen? Ich weiß halt nicht, wo ich die hinsetzen soll. Hier können wir die hinsetzen. So, bitteschön. Machen wir das jetzt erstmal. Vielleicht ist das dann doch besser. Warum rennt der mir jetzt hinterher? Kannst du ja helfen.
Trinken müssen wir auch. Gluck, gluck. Was ist los? Ich will dir ja helfen hier. Wir bauen eine Heilerhütte. Ganz ruhig. Aber die wird nicht mehr fertig werden vor der Nacht. Garantiert. So. Minus Arbeitsangst, Arbeitsstunden. Warum Arbeitsangst? Regentänzer. Wohnungspunkte, Schlafstunden, Wohnungspunkte, Freizeit. Okay, Moral ist normal. Ich fühle mich in meinem eigenen Zuhause unsicher. Bitte errichte Verteidigungsanlagen. Ich fange langsam an, hungrig zu werden. Haben wir denn gar nichts mehr hier drin? Das ist doch noch alles voll. Oder kommt ihr jetzt nicht da dran, weil ich da baue? Da ist was drin. Gemüse ist was drin. Klein bisschen. Aber wir müssen ihm auf jeden Fall noch was bauen. Jetzt müssen wir erstmal hier gucken. Was brauchen wir denn hierfür? Ganz direkt anpinnen. 4 Stämme, 6 lange Stöcke. Toll. Kommen wir wieder nicht dazu, das hier fertig zu machen, ne? Wobei, die großen Steine kannst du direkt hier reintun. Da freuen die sich. Zack, ist das auch fertig. So, die hätte ich gerne. Das ist der Stamm, der muss hier rein. Bitteschön. Siehst du mal, wir sind echt fleißig hier. Wir sind echt fleißig. Aber was soll ich denn für Verteidigungsanlagen bauen? Weil wir haben ja nur die Popelzäune und so da im Moment. Das lohnt sich ja gar nicht. Hallo, ich habe jetzt keine Zeit. Ich will dir helfen hier. Bitteschön. Der braucht auch 4 Stämme. Nicht gut. Nicht gut. So. Sag ja, das schaffen wir nicht, bevor die Nacht kommt. Da ist der Holzfäller, lass mich raten, der hat auch nichts mehr. Die haben alle nichts mehr hier. Alles leer. Und da kommen die Kackviecher immer, ne? Das müssen wir auch wegmachen. Wir können ja mal gerade gucken, was wir für Verteidigungsanlagen haben. So, wo ist das überhaupt? Die Wildnis, Magie, das müsste hier hinten irgendwo sein, ne? Verteidigungsanlagen. Kaserne, Bogenschießstand, ein Heckentor, Hecke, kurzes, bla bla bla. Heckenturm, Wachturm. Ich jetzt so ein Ding nehmen hier. Guck dir das mal an. Wie sieht der denn aus? Wollte ich den echt hier hinstellen? Der bescheuert. Wohl, da könnte man dann einen Bogenschützen draufstellen, ne? Aber jetzt müssen wir erstmal die Heilerhütte bauen. Jetzt müssen wir erstmal die Heilerhütte bauen. Juhu, endlich frei. Genau. So, Heilerhütte. Damit die sich ja auch, ja, erholen, ne? Ganz, ganz wichtig. Endlich Pause, endlich Pause. Alles wird dunkel. Da hinten ist auch was kaputt. Das gefällt mir nicht. Wir müssen auf jeden Fall trinken. Jetzt mal, bevor die wieder alles leer saufen. Es ist schon. Ah. Toll. Ist schon leer. Super. Muscheln geben Essen, nur noch Pilze, keine Beeren mehr. Das ist auch nicht gut. Ah, lecker. Sind sie alle am Essen. 4 Stück hier. Oh. Ich spüre, wie meine Stärke zunimmt. Wir haben wieder eine Magenverstimmung hier. Durch die Muscheln. So, langer Stock. Einer von 3. Geht schlafen. Wehe, hier kommt jetzt ein Blutmond. Dann werde ich sauer. Dann werde ich sauer. Wir brauchen mal nicht schlafen diese Nacht. Ich pass auf. Und baue hier noch ein bisschen weiter. Und hoffe, es kommen keine Skelette. Wenn doch, haben wir die A-Karte. So, lange Stöcke. 1 von 2. 1 von 3 ist das. Oh Gott, echt 3 Ebenen. So, jetzt muss noch einer da rein. Das ist natürlich viel Arbeit hier, ne? Das ist sehr viel Arbeit. Aber es muss sein. Was haben wir denn? 22.40 Uhr. Wann kam der Blutmond immer um 0 Uhr oder so, ne? Huhuhuhu. Ja, ich weiß. So, jetzt brauchen wir 4 Stämme, ey. 4 Stück. Müssten wir da ganz hinten irgendwo hin. Ich habe echt Angst, dass jetzt irgendwer oder was kommt und hier rumkloppt und uns alles kaputt macht. Können wir da dran? Gibt das auch Stämme? Gibt's. Perfekt. Sehr gut. Da müssen wir nicht so weit laufen. Ich glaube, da kommt immer einer raus. Ne? Einer oder 2.
hoffe ich, dass wir die Nacht noch überleben, damit wir dann für die nächste Nacht ein bisschen gerüstet sein können. Wir müssen ja auch noch ein bisschen expandieren, weil wir kriegen nicht alles hier hin. Wir müssen auch noch da die Kaserne bauen, die den Bogenschießstand und. Dauert halt alles. Und braucht vor allem Platz. Und wenn wir die Steine da nicht wegkriegen, dann ist das eh ein Scheißspot hier. Muss ich sagen, im Nachhinein. Aber ja. Selber ausgesucht. Selber schuld. Ne? So. Bam. Stamm. Da liegt noch einer. Okay. Dann kann ich der andere auch einsammeln. Aber vielleicht kriegen wir die Bobbles ja auch mit besserem Werkzeug später weg. Das ist ja auch sowas. Wir haben ja jetzt hier, guck, alles ist am Leuchten. Überall müssen wir halt was machen. Das ist schon krass. So, erstmal Heilerhütte jetzt. Auf die Heilerhütte. Kommt es an. Die Heilerhütte, die braucht jeder Mann. Wir müssen was zu trinken finden. Wir haben echt Durst. Gucken wir mal. Hier noch so ein Stein, aus dem wir trinken können. Das wäre fantastisch. Ich sehe gerade keinen. Hier sind das so. Ach, da sind schon die kleinen Kackviecher im Wasser. Die lassen wir mal in Ruhe. Aber hier ist auch unser Schiff gestrandet, oder? Bin ich ja schon wieder vorbei. Da ist ein kleiner Stein, ne? Bin sehr durstig. Ja, ich gucke ja schon. Gefallenes Vogelnest. Was will ich damit? Wir brauchen Wasser. Vielleicht sollten wir unbedingt einen Brunnen machen. Auch noch. Nichts zu trinken hier, aber gar nichts. 5 und 6 nehme ich mal. Ja. Siehst du mal, sind wir auf der Suche nach Wasser. Und haben keines. Doch, da. Haben wir noch Glück hier. Oh, sehr gut. Sammeln 15. Guck mal. Die Ebene hier sieht auch schön aus, ne? Auch wenn man da wen oder was gerade gehört hat. Vielleicht kann man ja später hierhin umziehen. Mal gucken. Wir werden sehen. Kann man ja nach und nach alles bauen. Weil hier, die können wir ja auch noch. Birke kann man ja auch noch fällen. Da werden wir auch noch hinkommen. Aber das dauert halt. Da kommt noch lange nix. Weiter geht's. So. Punkte müssen wir, glaube ich, auch nochmal verteilen. Ne? Kann man überhaupt Punkte verteilen? Schon wieder alles vergessen hier. 2 Tage nicht gespielt, Ede weiß nichts mehr. Ach ja, ist das schön. So, auf geht's, 2 Leute. Haben wir eigentlich noch alles im Inventar? Einiges, passt aber. So. Vielleicht sollten wir gucken, was hier drin ist. Das muss ja auch noch aufgewertet werden dann. Da könnten wir gucken, was die für Aufgaben haben. Große Axt, einfacher Streitkolben, 1, 2 noch Aufgaben hinzufügen. Ich hätte nämlich gerne noch Straßenbauer. Nein. Wir brauchen auf jeden Fall noch Steinspitzhacken. Erstellen. 1. So. Dass wir immer welche hier drin haben, dass sie sich neue daraus holen können. Wenn sie keine Werkzeuge mehr haben. Ne? Nicht, dass wie eben der da wieder da steht und sagt, ich brauche eine Spitzhacke, ich habe keine mehr. Ich denke mal, wenn das voll ist, dann gehen die da ran und holen sich immer selber was raus. So, nächster Baum, please. Ich brauche nur die Stämme. Her damit. Alles wird gerodet. Für den Fortschritt. Fühlt euch nicht mehr stärker. Verdammt. Klee schammert. Kann sich nur um Stunden handeln, Leute.
So. Bitte fallen Sie jetzt. Wenigstens hat mal Ruhe und keine Blutmondnacht hier. Das ist ja schon mal was. Sehr gut. So, damit müsste dann die Heilerhütte fertig werden. Gucken, ob die so dahin können oder ob da auch wieder wer drin arbeiten muss. Dankeschön. Das Ganze ein bisschen schneller. Was haben wir denn? 5 Uhr. Die Nacht ist aber echt ruhig. Auch keine kleinen Moppels, ne? Wo wir den hinten kaputt gemacht haben. Gott sei Dank. Gefällt mir. War bestimmt so ein Spawner. Kann ich mir vorstellen. Die kamen ja immer weiter und weiter da, als wir da drauf rumgehauen haben. 9 Tage überlebt. Juhu! Sehr gut. So muss das sein, so muss das sein. Da ist der Stamm. Und ein bisschen Harz. So. Die anderen brauchen wir auch noch Stämme, ne? Kann das sein? Dann müssen wir jetzt erstmal wirklich noch ein Holzfällgebiet machen und so. Gucken, was die machen, wenn sie aufstehen. Ich glaube, wir müssen auch noch eine zweite Tränke hier bauen. Dass wir da auch genug haben. Bauen wir das mal. Gucken wir, was Stufe 2 braucht. Sehr, sehr langatmig, die Heilerhütte. Aber wir brauchen sie. So, jetzt brauchen wir 23 Stöcke und 10 Seile. So, ich fühle mich gut hydriert. Sehr schön. Also, Stöcke. Wir brauchen Stöcke. Große Steine brauchen wir da hinten auch. Wo sind die Stöcke hier? Red, Fasern, Stöcke. 23, bitte. Her damit. Inventar voll. Müssen wir nochmal laufen. Eieieiei. Brauchen wir jetzt noch 10. Das kriegen wir auch hin. Mit dem Reed und so weiter können wir hier auch schön gleich die Seile machen. Die Fasern, ne? Ich will doch keinen Dingens. Warum habe ich denn jetzt hier den Dingens gesammelt? Harz. Ich will keinen Harz sammeln. So, ich will Seile machen. Das will ich. 5. 10. So. Ja, einlagern. Alles auf einmal. Bitteschön. Haben wir alles. Kann da rein. Dann haben wir die zweite Stufe fertig. Oh, wie schnell das geht, wenn die Leute alle sammeln. Das ist so gut. Da müssen wir nicht durch die Gegend eiern hier. Gefällt mir. So. Jetzt noch das Dach. Schon wieder 4 lange Stöcke, ey. 5 Seile. Nochmal Lager, Aufgabenlager, Stöcke, Fasern. 5 Seile heißt wieder 10 Fasern. Kannst du mir alle geben? Kommen die oben hin? Da ist eine oben, das andere unten. Was denn nun? Dankeschön. So. Dann sind wieder da rein. Lange Stöcke haben wir hier. Noch 2 Stück. Nee, nee, nee. Genau. Tut ihr erstmal essen und trinken? Ihr macht das schon. Da oben rein. So. 20 Rinde brauchen wir auch noch. Können wir auch noch gar nicht sammeln gehen. Hier auf der anderen Seite, ne? Das Holz hier? Ne, das ist Rindenhaufen. Das hier ist Rinde. Ja, ist es. Ja. Da-dum. Macht nix. Dann können wir jetzt erstmal bei den Steinen weitermachen. Bis die da fertig sind. Weil er braucht auch noch große Steine hier. Da vorne, 6 Stück. Das kriegen wir auch noch hin. Also heute wird echt gebaut hier. Wir spucken in die Hände.
und machen weiter. Guck, jetzt geht er da hinten das Zeug sammeln. Perfekt. Perfekt. Der ist am Basteln da hinten. Gefällt mir auch. So. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Hier gucken, da ist nix. Sehr schön. Zeit haben wir auch noch mehr als genug. So. Rein da. Noch zwei große. Haben wir sogar noch. Geil. Oh, die Heilerhütte ist gleich fertig. Gefällt mir. Gefällt mir. Nur noch ein bisschen Stöcke und Rinde, dann haben wir das. So, Steine sind dabei. Wie immer, Stämme und lange Stöcke fehlen. Wir mampfen hier. Mit denen. Wir müssen halt ein bisschen helfen. Wir müssen da ein bisschen helfen. Uhu. Weiß, du brauchst noch was. Kriegst du gleich. Noch zwei Stöcke. Ah, der holt da hinten das. Das ist natürlich clever. Unsere Sachen, die wir da hingeschmissen haben, holt er, ne? Siehst du mal. Dumm sind sie nicht. Was ist hier? Einen weiteren Sammelmarker. Okay, machen wir gleich. Aber ich will jetzt erstmal die Heilerhütte hinkriegen, weil ich glaube, du bist immer noch, ne? Ne, 150 von 150. Wann hat er sich in der Nacht erholt? Also langsam wird's echt. Alles halb fertig gebaut. Was kostet denn der Sammelmarker? Komm her. Patrouille, Jagdmarker haben wir keinen. Das ist, was ist das hier? Gebäuderessourcenmarker. Was? Sammelmarker, Steinbaumarker. Den hier, drei Stöcke und ein Seil. So, das Seil kannst du ja schnell machen. Es sei denn, er hat ja alles eingesammelt. Hier liegen noch die Skelette rum, ne? Das müssen wir auch reparieren. Sehe ich gerade. Oh, wie schön die Ressourcen hier drin liegen, ne? So. Ach, wie ich mich immer verdrücke, ey. Schlimm, wenn man gerade erst Seven Days gespielt hat. Ständig verdrückst du dich. Eins reicht, jetzt drei Stöcke. Eins, zwei, drei. So, wo hat er denn seine Sammelmarker? Holzmarker, Sammelmarker. Vielleicht können wir hier hinten noch einen Sammelmarker hinmachen. Gucken wir mal. Gehen wir mal gucken. Wir haben schon wieder 12 Uhr. Und nächste Nacht kommt garantiert wieder ein Blutmond, wetten wir. Könnte ich meinen Allerwertesten drauf erwetten. Gibt es hier überhaupt irgendwas zum Sammeln? Da ist Flachs, da ist ein Nest. Hier ist wieder Wasser, das ist gut. Sehr schön. Oh. Nicht wirklich ist hier was, ne? Nicht wirklich. Beeren, Tanne, schmeiß mich weg. Wer ist das denn? Erschreck mich doch nicht so. Irgend so ein komischer Hirsch. Alter, Walter, wo sind wir denn jetzt überhaupt hier? Weit weg davon. Also sollen wir im Wald oder auf der Ebene suchen gehen hier? Könntest du ja mal vielleicht so ein bisschen hier in die Mitte packen, dass von beidem was da ist. So, dass wir sehen, wo er sammelt. Da kommt das Ding jetzt hin. Fertig. So, Baumer, dann kann er hier auch noch sammeln. Gucken, was er da alles findet. Ich weiß es nicht. Wir können die ja auch noch, Dein Ernst, jetzt geht der Holzhammer kaputt. Die wollen mich veräppeln, ne? Die wollen mich veräppeln. Jetzt brauche ich zwei Stöcke hier für einen Holzhammer. Her.
Das war ja klar. Und dann wieder bei 9 von 10, weißt du, mit dem letzten Schlag. Mit dem letzten Schlag. Food Foraging Marker 3, genau. R-Radius anzeigen. Okay, den kann man bestimmt auch noch irgendwie erhöhen. Wetten wir? Wir müssen jetzt erstmal wieder nach Hause. Will da weitermachen. Können wir direkt noch ein paar große Bäume fällen. Weil wir brauchen eh Stämme. Aber wir müssen demnächst, wenn wir dann bessere Klamotten und vielleicht die nächste Stufe der Waffen und so weiter haben, mal ein bisschen erkunden gehen. Ich will auch mal so einen Höhleneingang finden, wo wir das Höhlending vorbauen müssen. Ja, genau. Guck, der läuft schon hier rum. Sehr gut. So ist brav. Die können wir noch nicht kaputt machen. Das hier hat er, glaube ich, alles eingesammelt. Ne? Nö, liegt immer noch hier rum. Okay, dann gib mir mal die Rinde. Die brauchen wir ja eh. Stöcke, Rinde, schmeiß mich weg. Alles liegt hier fett im Dreck. Ne? So, du mein Freund, gibst auch noch Stämme. Jawohl. Her damit, her damit. Die Siedlung wächst. Eine Rinde brauchen wir noch. Da oben brauchen wir auch nur noch einen Stamm. Holzfällerei 2. Ja, nice. Bin ich jetzt besser hier? Oder kann ich jetzt auch bessere Werkzeuge herstellen dafür? Das wäre geil. Ich glaube es zwar nicht, aber geil wär's. Tag schon wieder rum hier. Unglaublich. Unglaublich. Rinde, jawohl. Dankeschön. Haben wir das. Ah, da geht er doch. Guck, da ist er am Sammeln. Perfekt. Machst du gut. Dann können wir die nämlich hier ins Lager packen, ne? So, weil die Heilerhütte, die braucht nur noch einen langen Stock. Die braucht nicht hier irgendwie sowas Fettes. Ach, doch nicht den. Ich will das da reintun. Bitteschön. Gib her. Platz für 12, okay. Ach, der ist da hinten am Hacken, okay. Passt also. Kann alles hier rein, dann ist die Heilerhütte nämlich fertig. Jawohl. Aber die Heilerhütte fertig, wie geil ist das denn bitte? Wenigstens etwas geschafft heute. Dankeschön. Ein Kamin? Wir haben einen Kamin hier drin. Okay, wie geil ist das denn bitte? Innenheizung. Aha. So. Kann nicht aufladen. Ihr habt keinen Brennstoff. Naja, hat ja 99%. Lassen wir ihn erstmal. So, das andere Zeug. 3 Stück müssen hier rein. Dann machen wir das auch noch fertig. Hallo. Einmal. Was ist das denn, ey? Zweimal. Dieses hohe Gras hier, das muss auch weg, ey. Das nervt. Du siehst nix. Du siehst nix, wenn da wer ankommt oder so. Bitte fertig bauen. Ich bin etwas hungrig. Ja, dann müssen wir gleich was essen. Ich brauche Spitzhacken. Dann gehen wir da eine holen. Sehr gut. Perfekt. So, hat er keine gebaut hier? Oder hast du dir jetzt eine geholt? Mal gucken. Hat er wieder eine neue? Er hat sich echt eine geholt. Sehr gut. Gefällt mir. Er sitzt hier rum, hat gerade nichts zu tun. Kann er auch gerne. So, jetzt brauchen wir hierfür noch 3 Stämme und 3 lange Stöcke. Ich gehe mal hinten schon wieder den nächsten Stamm holen. Der lag ja noch da rum. Ich glaube nicht, dass er den eingesammelt hat. Wenn doch, dufter Typ, dann können wir direkt den nächsten fällen. Zip, siehste, war mir klar. Sehr schön. Dann hätten wir nämlich die 3 schon mal fertig. Die 3 Standardbutzen hier. Hier würde ich halt gerne unser Langhaus hinsetzen und unser Haus, aber hier ist halt null Platz durch die ganzen Steine und wir kriegen die noch nicht weg.
Das war echt ein Fehler. Aber wie gesagt, learning by doing. So. Noch einen Fällen bitte. Gluck, gluck. Ja, dann trink was. Einmal die Axt bitte. Der Kleine. Ja. Hä? Was war das denn? Ich will die hier, nicht die Kleine da. Warum ist er so gesprungen und hat die direkt halb gefällt? Das würde mich mal interessieren. Was war da los? Zum Teil echt, ey. Nee, nee, nee. Schon lustig, was hier passiert. Ausdauer. So, wetten wir, jetzt geht die Axt kaputt. Oder der Braun bleibt einfach stehen. Kann natürlich auch passieren. Mich würde es mal interessieren, ob wir hier irgendwo sehen, wann und wie Blutmond kommt. Das würde mich interessieren. So, weil der ja nun mal nicht ohne ist, ne? Was da kommt. Also die zwei Skelette, die waren schon uff. Aber was machst du denn da? Ach, er ist am Sammeln. Er ist red am Sammeln hier, ne? Dit ist er am Machen. Der gute Junge. Versammlungsstein da, den müssten wir auch mal fertig machen. Alles rein. Zeit zum Entspannen. Was brauchen wir denn hierfür noch? Ach, auch mal wieder. Vier Stück. Vier Stämme. Steine, große Steine, noch nichts fertig. Ihr könnt entspannen, ich mach weiter hier. Bin ja Chef Chevin hier. So, mit gutem Beispiel vorangehen, ne? Oder wie war das? Da. Nee, gib her. So, dann haben wir die wenigstens schon mal für das da hinten fertig. Dann brauchen wir noch drei lange Stöcke. Ich hoffe, er hat wieder Palereien gestopft, die wir nehmen können. Das sieht nach Blutmond aus. So leicht rötlich. Das gefällt mir nicht. Der Himmel klart auf. Was? Der klart auf? Sieht für mich aus, als würde der hier total... Uff. So, rein da. Jetzt noch drei von denen hier. Zeit für ein Nickerchen. Genau, leg dich schlafen. Mach so gut. Zwei Stück sind drin. Einen müssen wir selber holen. Verdammt. Aber dann haben wir die Bude auch aufgewertet. Und dann können wir mal gucken, ob er noch was anderes mitgesammelt hat. Durch den dritten Sammelmarker. Das würde mich interessieren. So, gib her. Dup, 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 dup. Bäm. Rein da. Sagt der rein da. So. 23,45. Liegt noch einer, ne? Hier. Da. Finsterste Nacht. Schon ist ruhig. Alles schläft. Jede wacht über den Dächern der Stadt. Tiefster Nacht. Hat etwas mitgebracht. Einen Stock. Ich glaube, die läuft auch noch für Holz und Kohlen da gerade, ne? Kann das sein? So, bitte bauen Sie jetzt. Unsere große Axt ist fast kaputt. Macht aber nichts. Können Sie einen nehmen. Tada! Was ist hier drin jetzt? Darf ich mal gucken? Aufgaben. So. Materiallager, was ist da drin? Möhrensamen, Kohlsamen, viele Samen. Okay. Obstlager. Ein paar Beeren hier, die können wir essen. Ich mag die Beeren. Hier, Kohl, Möhren, Zwiebeln. Knoblauch, ziehen wir ein paar Knollen rum. Bisschen Kohl. So. Und jetzt geht's ab. Jetzt fliegen wir zum Mond.
die brauchen auch schon wieder 4 Stück hier, ne? 4 Stück ist natürlich viel. Das ist echt viel. Ihr erholt euch nicht mehr. Was? Ach, die sind alle voll hier, ne? Jo, alle 4 voll. Passt aber. 1, 2, 3. 4. Jo, das passt. Gott sei Dank kein Blutmond. Das Ding muss fertig gemacht werden. Wir können mal gucken, was wir jetzt noch gerade neu bauen können. Mittlerweile. Einen Brunnen würde ich gerne bauen. Den konnten wir da oben irgendwo hinbauen, ne? Da war ja so ein Stein, den wir voll machen können. Da können wir den Brunnen hinbauen. Das war doch hier irgendwo. War es nicht hier bei dem Stein irgendwo? Da. Bitteschön, da kommt er hin. 12 Steine, 20 Äste. Passt schon. Dann haben wir da einen Brunnen. So, erstmal alles hinstellen. Einfache Produktion. Höhleneingang geht nicht. Sammlerhütte haben wir aufgewertet. Steinmetzhütte haben wir aufgewertet. Holzfällerhütte. Eine Fischerhütte könnten wir diesmal bauen, weil wir am Wasser sind. Das machen wir jetzt auch direkt. Wir stellen das wieder alles hin hier. So, dass wir es direkt haben. Sonst vergesse ich das wieder. So, da kann man am Meer fischen. Das müssen wir noch reparieren. Geht das hier so? Oder muss ich die andersrum drehen? Wo und wie kann man die denn hinstellen? Muss, ach, in tieferem Wasser, okay. Dann ist die bestimmt verkehrt rum, wetten wir. So. Perfekt. Okay. Kannst direkt reintun. Dankeschön. Dann wäre es ja jetzt langsam vielleicht clever, noch jemanden zu holen, der, mithilft hier bauen. Weil das dauert doch ganz schön lange jetzt schon langsam. So, dafür brauchen wir 2 Stöcke, eine Rinde und einen langen Stock. Gucken wir mal. Stock, Stock, jawohl. Langen Stock haben wir natürlich wieder nicht. Eine Rinde haben wir auch nicht. Also geht's nach hinten. Sehr gut. Schon 2 Nächte hintereinander, kein Blutmond. Das gefällt mir. Gib mir Rinde. Gib mir den Stock. Sehr gut. Heilerhütte steht. Da gibt es auch wieder eine Aufgabe drüber. Wofür auch immer. Gucken wir gleich mal. Gucken wir gleich mal. Ich will es reparieren. Hallo. Und wieder ein Splitter. So. Was kann man denn noch bauen? Wo sind wir? Fischhütte, Jägerhütte lassen wir dann erstmal weg. Jetzt müssen wir hier ein Kochhaus, eine Werkstatt. Können wir auch bauen. Bauernhof. Baut Pflanzen an, hat Platz für 3 Arbeiter. Okay. Lass mich raten, der ist riesengroß. Oder wir müssen halt irgendwo die Pflanzen hinsetzen, aber hier sind halt alles Steine. Ich glaube, das mit dem Fisch reicht erstmal für den Anfang, wenn wir den haben. Der Bauernhof braucht garantiert Platz. Die Götter verfluchen all diejenigen, die rohes Fleisch konsumieren, hat Platz für 1 Arbeiter. Gut. Kochhaus wäre vielleicht nicht schlecht, weil dann könnten wir den Fisch braten. Wenn der nicht selber so gebraten wird. Kann ich das hier draufsetzen? Nein. Kann ich das hier hinten irgendwo hinsetzen? Kann ich. Dann setze ich das mal hier so hin. In der Hoffnung, uns greift niemand vom Wasser aus an. So. Gucken wir mal. Sehr gut. Wupp. Da kann das Kochhaus hin. Hier hinter dem großen Stein. Was haben wir noch? Die Werkstatt. Das muss aufgewertet werden. Kleidung, Rüstung, Waffen. Hat Platz für 3 Arbeiter. Okay. Dann müssen wir das auch auf jeden Fall noch aufwerten gleich. Das sind die Marker. Steinbaumarker. Patrouillenmarker haben wir keinen.
Wohnen, Hütte des Oberhaupts, Häuschen, das Langhaus wollte ich ja gerne bauen, ne? Schreiner und Häuschen müssen wir bauen, okay. Also, dauert noch. Schlitten zum Transport von Ressourcen verwendet. Ah, jetzt nicht. Eine Lagerhalle. Was können wir denn da reinpacken? Alter, ist das ein Klopper. Ist das ein Klopper? Guck dir das mal an. So, wenn ich die Lagerhalle jetzt hier hinsetze. So. Muss natürlich auch noch alles freigemacht werden. Dann müssen wir gucken, wo wir einen Wachturm hier hinsetzen. Kaserne und so müssen wir auch noch bauen. Wir setzen das jetzt einfach schon mal komplett hier hin. Kaserne, Bogenschießstand kommt jetzt auch noch dahin. Wir müssen das ja nicht fertig bauen. Das steht ja nur hier rum. Können wir dann nach und nach machen. So, das ist das Lager. Das war hier, ne? Genau, was haben wir hier? Eine Fackel. Hier haben wir die Verteidigungsanlagen, das Heckentor, das war das Dorftor, Holzplanken. Genau. Bogenschießstand möchte ich bauen. Können wir hier drunter setzen, so. An den Baum. Viel Spaß beim Hacken. Also du merkst, hier ist kein größerer Plan dahinter. Das wird einfach dahingesetzt, wo Platz ist. Ja. Alles kreuz und quer durcheinander hier. Aber genau das macht es nachher schön. Dass es cool aussieht, wenn mal alles fertig ist. Wir werden so viele Ressourcen brauchen. Ey. Und echt noch einen zweiten Holzfeld. Vielleicht sind das ja dann wir. Ich fäll alles, der andere kann alles einsammeln. So. Wir hatten benötigt bessere Ausrüstung. Siehst du, können wir noch nicht. Das heißt, wir müssen hier rein. Öffnen. Bitte nicht das, sondern hier. Aufwerten. Bauen. Das ist jetzt wichtig, weil hier gibt es dann jetzt Rüstung und Co. Sonst sehe ich das hier nirgends, ne? Möbel und Schiffe haben wir noch nicht. Eine Zierwirke. Nein. Wir haben gerade andere Sorgen als eine Zierbirke. So. Sehr gut. Feuerstelle haben wir. Passt. Genau. Verteidigung brauchen wir jetzt noch. Wir brauchen auf jeden Fall einen Verteidigungsturm hier. Der war hier ganz hinten, ne? Wachturm. So. Wo stellen wir den hin? Am besten hier mitten rein. Können wir hier so nebenstellen. Dass der alles verteidigt. Sagen wir mal so. Komm her. Alter, braucht der viel Platz. Die Hütten, die können wir dann später auch abreißen. So, wo fangen wir an? Holy moly, braucht der viel. Wo fangen wir an? Ich würde sagen, mit dem Brunnen, weil ich habe keine Lust zu verdursten. Brunnen, Werkstatt und Wachturm. Das sind unsere drei wichtigsten Gebäude erstmal. Die tun wir jetzt schon mal hier markieren. Der Rest kann erstmal stehen bleiben. Was hast du? Ich brauche Knochenfragmente für die Herstellung. Ich fühle mich in meinem eigenen Zuhause unsicher. Bitte errichtete Verteidigungsanlagen. Okay, wir haben gerade keine Knochenfragmente. Wobei, wir hinten liegen die doch rum, die Kollegen, ne? Oder sind die jetzt weg? Ne, die liegen hier rum. Die können wir ernten. Natürlich. Mit dem Bauhammer. Aber dann kann der andere die sammeln, ne? Ich hoffe es zumindest. Warum bricht der denn jetzt wieder ab? Ausdauer. Geht das auch mit der Spitzhacke? Nein, er macht es immer nur mit dem hier. Dankeschön. So. Ich hoffe, die sammelt wer ein. Wer nicht? Er wurde verletzt. Häuten plus 1. Okay.
Nice. Kann sich nur um Stunden handeln hier. So, jetzt liegen die Fragmente hier rum. Muss nur wer einsammeln. Lassen wir mal liegen, gucken, ob die wer einsammelt. Der will noch einen Steinbaumarker. Können wir irgendwann auch einen tiefen Steinbruch bauen oder so, dass er da immer was rausholt? Oder muss ich jetzt ständig neue Marker setzen? Das würde mich mal interessieren. Also, brauchen wir auch noch einen. Ja, ich hab's gesehen. Dankeschön. Komm da hinten rein. So, den muss man da natürlich schützen, ne? Wenn jetzt wieder die Skelette hier angelatscht kommen, dann hauen die den bestimmt direkt kaputt. Was nicht so gut wäre. Jetzt kommt wieder da rein. Jetzt brauchen wir 20 Stöcke. Die haben wir eben Leben nicht. Ach, da haben wir. Siehst du? Wusste ich. Wusste ich. Warte. Hier mal gerade einen Steinbruchmarker machen. So, dass er mehr zum Basteln hat. Haben wir Red? Was kostet der? Steinbaumarker ist hier. Ein Seil. Also. Wie ist Bescheid? Inventar klein machen. Jawohl. Mit B bauen. Das Seil. Wo sind denn viele Steine hier? So, da ist alles Holz. Guck mal, da ist ein Stein, da ist ein Stein, da ist ein Stein. Da hinten irgendwas? Nein. Bauen wir den mal hier hin. So, der Holzmarker ist nämlich auch hier. Siehste, wehe, das Ding geht jetzt wieder kaputt. Dann werde ich sauer. Immer kommt irgendwas dazwischen hier. Immer. So, jetzt darfst du ja auch noch bauen. Bitte. Können wir vielleicht einen Weg machen und hier hin nach hier oben gehen und hier noch ein Häuschen bauen, ne? Sollen wir mal gucken, ob unser Häuschen da drauf passt? So, die Hütte des Dorf, bla bla bla. So rum. Lol, die würde hier hinpassen, okay. Interessant. Das will ich mal sehen. Gut. Klappt ja gut. Boing. So. Halten wir fest, das Terraforming ist bei Valheim besser gelöst. Schwupp. Hätte man hier auch machen können, ne? Einfach alles komplett zerlegen. Auffüllen, abbauen, was weiß ich, einebnen, wie bei Minecraft. So. Ist ja das, was Minecraft und Valheim gemein haben, finde ich. Auch wenn sie sonst nichts gemeinsam haben, aber das Terraforming ist bei beiden geil. Dass du einfach alles abbauen und zerlegen kannst. Jetzt ist die auch wieder kaputt. Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Holzhacke, natürlich. Zwei Steinklingen und Stöcke. Ich geh kaputt, ey. Das sieht aus da, der Hügel. Aber hey. Sind wir halt, ne? Wir sind was Besseres. Wie man sieht. Steinklinge. Steinklinge. Kannst du wieder nicht nehmen. Einlagern. So. Dankeschön. Holzhacke herstellen. Siehst du mal, jetzt haben wir alle Stöcke, die wir gesammelt haben und in den Brunnen stecken wollten, haben wir für andere Sachen verbaut. Da wieder Meisterleistung. So, aber gut zu wissen, dass man generell alles irgendwo hinstellen kann. Und der dann einfach den Boden anhebt, absenkt, was weiß ich. Da noch, hier noch, da hinten noch. Hier soll das Ding dann später hin. Wunderbar. Lass mal das mal da. Guckst dir an, alles ist am Leuchten.
So, und jetzt gehe ich da hinten hin. Habe ich eigentlich... Warum ist da vorne schon wieder die Flasche drin und nicht die Axt? Ich zum Mäusemelken hier. So, ich will Stöcke sammeln. Stöcke, Stöcke, noch mehr Stöcke. Sehr schön. Sehr, sehr gut hier. Ah, oder vor jetzt hier. Sonst noch irgendwas? Ich bin sehr durstig. Schon wieder. Tatsache. Wir haben ja nichts getrunken, wir Experten, ne? Aber es hat gerade geregnet. Dann müssten wir gleich was trinken können zu Hause. Sammeln nur gerade die Stöcke ein. Die will ich haben. Sonst haben wir gleich wieder keine. Inventar voll. 13 Stück. So, und dann muss der Brunnen her, damit wir endlich genug zu trinken haben. Gluck, gluck. Dankeschön. Rein damit in den Brunnen. Sind alle da hinten im Wald, ne? Sind nämlich alle nur noch da hinten im Wald. So, rein da. Noch 7 Stück. Die kriegen wir auch noch zusammen. Da, 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 da. Und als erstes machen wir jetzt, wie gesagt, die Werkstatt dann. Auf jeden Fall. Danke, danke, danke. Das ist Rinde. Die will ich nicht, aber hier. Stock, Stock. Jetzt haben wir 5 von 7. 2 Stück fehlen noch. Das heißt, wir müssen nochmal... Liegen hier noch welche? Hier liegen welche, sehr gut. Haben wir doch Glück gehabt. Wollte gerade sagen, müssen wir doch nochmal einen Baum fällen. So. Die kommen auch schon wieder alle nach Hause. Du, 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 du. Bitte bauen sie jetzt. Dann haben wir den nämlich auch schon wieder fertig. Uff. Ja, sehr schön. Ah, eine zuverlässige Wasserquelle. Die ist, glaube ich, immer voll. Ne? Kann das sein? Ich fühle mich gut hydriert. So, was brauchen wir denn jetzt für unsere Werkstatt? Mal wieder 2 Seile. Haben wir hier noch irgendwo Reet? Oder hat er alles abgeerntet? Ich glaube, er hat alles abgeerntet. Hier hinten ist noch was, ne? Jo. Guck mal. So, ein Seil. 2 Seile. Sehr gut. Hier ist vielleicht auch noch ein bisschen Platz für den Bauernhof. Müssen wir mal gucken. Ich weiß ja nicht, wie groß der wird. Habe ich ja keine Ahnung. So. 2 Seile. Der steht auch da rum und macht nichts. Herstellen 8. 100% eure Gebäude sind wehrlos. Ja, wir sind ja schon dabei. Ganz ruhig. So, das kommt hier rein. Kleine Steine und Rinde brauchen wir auch noch. Kleine Steine sind hier. Gib her. Dankeschön. 5 von 8. Rinde ist hier. Reicht auch. Stämme, Stöcke, lange Stöcke. Ach du grüne Neune. Ach du grüne Neune. Ich glaube, das dauert jetzt ein bisschen zu lang. Auf jeden Fall laufen die Planungen des Dorfs. Man sieht's hier. Trautes Heim Glück allein. Bin der König der Welt, ne? Lustig, dass wir da hinten unsere Hütte hinbauen können. Wie gesagt, als nächstes werten wir das Ding auf, dann wird der Wachturm gebaut. Heilerhütte steht, da hinten soll das Lager hin, da der Schießstand, Kaserne haben wir auch noch nicht. Wir müssen das Kochhaus bauen, wir müssen die Fischerhütte bauen, wir müssen so viel bauen, wir brauchen so viele Ressourcen. Es ist unglaublich. Diese, die wir brauchen, werde ich jetzt ein bisschen sammeln gehen. Zwischen den Folgen. Du kannst, wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen hoch da lassen. Falls du nicht genug bekommst, kannst du dir das Video angucken, was gerade angezeigt wird. Und ich sag wie immer, danke für deine Zeit. Bye, bye.